Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu Folge 32. Heute mal bei Paul auf dem Balkon. Und heute schauen wir uns mal die nächste Folge hier an. Viel Spaß und bis gleich. Yay! Nein, das war ein Wetter, das ich noch da ist ein Schaf, da ist eine Höhle. Und schon wieder so ein Wald. Hallo Delfin! Passiert auch irgendwas, wenn ich sechs nebeneinander mache? Nee, oder ist nur vier. Mal? Hier würde sich Natalie freuen, hier sind ganz viele Steine. Ja. Mit ein bisschen Kohle dazwischen. Ich hole jetzt kurz Knochenmehl, weil sonst ist ja. Sonst hat es ja nichts gebracht. Erstmal Solar beklauen hier. Ich hatte eine. Die hatte ich nämlich von Knochenblöcken aus dem Nether, bevor du mich gerettet hattest. Oh, dann habe ich mir quasi verdient. Ja. Wow, ich reise so viel um die Welt, um genau in demselben Biom anzukommen, wo ich gestartet bin. Nur, dass hier noch kein Schnee liegt. Aber die Bäume sind dieselben. Kommen sie raus? Warte kurz, ich muss kurz raus wegkommen. Nein, ich bin klar, dass ich sterbe. Nein. Das ist Obst im Raum. Oh, ich habe Lava gefunden. Tada. Aber ich hab natürlich wieder keinen Eimer. Und wie du das jetzt machst, ist, du baust dich jetzt in so einer Treppe so hier hoch. Um dann. Warte, ich zeig dir das jetzt einmal komplett. Einmal so eine Wendeltreppe hochbauen in den Baum. Immer so weiter, immer so weiter. Bis man ganz oben ist. Und zwar genau. Ja, hier. So, und dann stellst du dich oben in die Mitte von allen vier Blöcken und gehst so spiralenförmig einfach runter. Dann hast du den Baum im Handumdrehen abgebaut. Und es macht ultra Spaß, einfach da runter zu fallen, so ein bisschen. Und ist sehr effizient. So. Und dann wartest du, bis die ganzen Setzlinge runtergekommen sind, und dann kannst du wieder einen neuen Baum pflanzen. Und hast dann. Warum ist der Boden so komisch? Ja. Ach so, ja, diese Viererbäume, die schaffen Potsoul. Das ist so. Alle Vierer? Das ist dein Holz. Dankeschön. Holziges und Holz. Ja, das spawnt daneben. Das kann man, wenn du fertig mit den Bäumen bist, kann man das dann nochmal wegmachen. Hier, du kannst dann immer diese Vierersetzlinge pflanzen und die mit dem Knochenmehl füttern. Kann man den Potsoul mittlerweile auch so abbauen oder muss man immer noch die Behutsamkeit muss man haben, leider. Okay. Aber man kommt halt jetzt leichter ran, das ist cool. Das stimmt. Oh, ich habe einen Sumpf gefunden. Sumpf oder Willow? Das sieht, glaube ich, nach normalen Sumpfbäumen aus. Okay. Wenn du Slime siehst, dann sag Bescheid, dann nimm die mit. Ist das normal hier? Du kannst auch auf F3 gucken, was für ein Biom du hast. Okay. F3. Minecraft Sumpf steht da. Einfach Swamp, ne? Ja. Ja. Dann sollte es das normale sein. Dann baut der Baum sich von alleine ab. Irgendwann, wenn der so gewendet ist. Wenn jedes Holzstück weg ist, erst dann. Also du musst die Wendeltreppe auch abbauen. Okay, dann gehe ich erstmal schlafen. Ja. Wo bin ich überhaupt? Ich sehe mich gar nicht mehr auf der Karte. Ach da! Ich sehe mich nicht mehr. Oh, ich wollte gar nicht, ich wollte doch in die andere Richtung. Ich muss jetzt also nach Norden abdrehen. Wo ist denn Norden? Da. Gut, aber ich logge mich mal für euch kurz aus. Ich habe übrigens 36 Holz. Und ich schlafe. Ich bin kurz ausgelockt. So, und es ist Tag. Super. 3 Stacks ist gut. 3 Stacks ist eine gute Zahl. Oh ja. Ich hätte gern 5 davon. Ja, da vorne das Ding da blöd angenommen. Wie bitte? Warte mal, erstmal. Ich glaube, hier ist ein Creeper. Oh, hier sind so wunderschöne Korallen. Dann mal eben vom
Haus weg, weil ich möchte keinen Creeper in meinem Haus haben. Okay, nee, ich glaube, der war unter. Okay, ja. Ich bin nicht da, um dir zu helfen. Ja, ist so, gut. Du musst jetzt... Ich bin da, mich aus, oder? Wow. Okay, cool. Nee, vor meinem Haus wohnen jetzt Bären. Okay. Süß. Warum wohnen da jetzt Bären? Ich weiß nicht, jemand von euch hat hier da Pünktlich hingebaut. Nee, Bären spawnen auch dort in der Nähe. Nein, sie meint Bären, also zum Essen. Ach so, ja, die habe ich da hingebaut. Dann hast du immer Essen. Dankeschön. Und ich sterbe auch immer. Ja, ich kann auslaufen. Das solltest du eigentlich nicht. Ja, passt schon. Aber wenn mich jetzt ein Skelett abschießt, dann sterbe ich ein paar Schaden. Ungünstig. Oh, ich baue jetzt ein Hochbett. Okay. Das passt gut zu Winter, so kuschelig. Eigentlich könnte ich mir einfach ein Baumhaus bauen. Hier drin. Im Haus, ein Baumhaus. Nicht mal im Baum. Könnte man, aber das ist nicht unbedingt die winterlichste Art, die ich so kenne. Ja, kann. Stimmt. Aber mein Haus ist jetzt auch nicht so mega winterlich, also... Hier sind Pferde! Aber du wirst ja noch vielleicht ein paar Materialien so auswechseln oder so, oder? Nein. Ja, mal schauen. nein? Hatte ich jetzt nicht geplant? Kann sein, dass du musst. Hier ist Lava, hier ist Wasser und ein Wolf. Jetzt bin ich auf dem Baum drauf. Bin mega hoch. Toll. Ja, und weil ich jetzt hier bin, fackelt der Baum ab. Okay, so entsteht Holzkohle. Ah, in der ja. Natur. Den Wald brennt. Nein, so entsteht Holzkohle in der Natur. So, ich wollte nach Norden, also kann ich mit meinem Boot weiterreisen. Zack. Abbau nach unten macht ja wirklich Spaß. Ja. Und mein Gesteck für jemand stehen muss, dass man nicht runterfällt. Ich bin gleich 1000 Blöcke weg. Oh, endlich. Ah, ja, Spaß. Oh, was? Ja. So, Ben, Tiger. Die Vorlage war zu gut. Jetzt können wir sein Haus plündern. Ach, ist noch nichts drin. Mist. Zu früh. Komm mal zurück. Ja, ja. Merkt er sich. Morgen hast du Schneemänner in deiner Hütte. Wenn du so. Nicht schon wieder. Wie viele Knochen mehr braucht man denn, dass das wächst? Unterschiedlich. Ja, unterschiedlich. Es darf halt immer. Alle Setzlinge machen oder nur einen? Verteilt so ein bisschen auf alle vier. Also mach jeden einem und dann kannst du auf eins alles den Rest ballern, so. Echt? Ich hab immer alle so ringsrum. Ja, das geht auch. Ja, jetzt hab ich ja. Hä? Ich hab schon jedem mindestens. Jetzt hab ich keinen Knochen mehr. Top. Ich hab den Nordpol erreicht. Ja, ich hab Eisberge voraus. Ja, Nathalie, hast du den Bäumen, den Setzlingen genug Platz gegeben um sie rum? Es darf kein Block um die stehen. Ja, eigentlich schon. Nordpol voraus und also doch schon weg. Also ist der Schnee um die rum, ich kann den Schnee auch mal wegmachen. Ja, der darf auch nicht direkt daneben sein. Da wohnen die Eisbären. Aua, der Fisch hat mich an Land getrieben. Böser Fisch. Petz ich dem Delfin. Okay, hier ist ein Dunkelwald. Direkt neben dem Eis. Oh, verdammt, ich hab... Nein, ich hab grad voll verkackt mit dieser Chiselmod. Okay, warum?
Ich habe gerade richtig was falsch geplaced, aber es ist schon wieder okay. Erzähl mir mehr. Ja, ist schwierig zu sagen irgendwie. Okay. Weißt du, was lustig wäre? Nein. Und gleichzeitig unlustig? Was denn? Wenn ich einen Menschen oder irgendeinen anderen Dungeon finden würde. Das wäre cool. Ja, aber es wäre gleichzeitig auch nicht cool. Solange du nicht reingehst? Wow. Oh, jetzt bin ich 5 Stunden geradeaus gefahren und kann nicht rein. Dann markierst du es mit einem Waypoint und dann kommen wir zurück. Aber diese hohen Bäume wachsen auch ohne Knochenmehl, es dauert nur länger, oder? Die was? Die fetten Bäume wachsen auch ohne Knochenmehl, nur langsamer. Yep. Oder? Ja. Dann lass ich sie mal in Ruhe. Also nicht langsamer als die normalen, aber... Also die wachsen halt auch normal. Aber ich wundere mich gerade, ich habe dir eigentlich genug Knochen mehr gegeben, damit du mindestens einen Baum wachsen lassen kannst. Ich habe halt neue 4 gepflanzt und da war Schnee drin, wo man sich das Knochen mehr drauf gehauen hat. Ja, okay. Also wahrscheinlich habe ich jetzt einfach gewastet. Ja, ist nicht schlimm, so viel war es ja nicht, aber hat mich jetzt einfach gewundert. Mhm. So. Ich habe jetzt ein Hochbett. Ich finde das irgendwie passt das zu Winter. Ja, das ist 4 Stacks Holz. 4 Stacks Holz ist gut. Du kannst dein Haus ja nochmal komplett umändern. Ich weiß ja nicht. Hui, ich schlitter auf dem Nordpol. Ich schlitter auf dem Nordpol. Und jetzt habe ich... Fast sechs Stacks, diese Planken-Dinger da. Hallo, Mr. Tintenfisch. Oh, das sieht man auch nicht oft. Ich habe was Lustiges gefunden. Hier ist oberhalb vom Wasser ist so ein halbes Schiff gespawnt. Oh. Das ist cool. Versuch mal, die zu looten, wenn da irgendwas drin ist. Was gibt's denn für Fairy Light Optionen? Ich weiß nicht. Man kann sich diese Rezepte echt nicht angucken. Nee, da musst du den Link nehmen. Den ich vorhin geschickt hatte. Wie viel Kohle braucht man für wie viel Schweinefleisch ungefähr? Ein Kohlestück macht 8 Stücke von irgendwas. Okay. 8 Stücke von irgendwas. Ja. Ich weiß gar nicht, wo hier Loot sein könnte in dem Schiff. Hinten meistens und eventuell auch nochmal vorne. Hier ist wieder eine Hexe. Kill the hoe. Da unten, ich habe eine Truhe gesehen. Die ist noch so halb unter Wasser. Ich habe nämlich ein bisschen Holz weggebaut, deswegen sehe ich sie. So, aber wir müssen gleich aufhören, ne? Also hier unter Wasser meine ich. Ach, soll ich das jetzt noch schnell looten oder gehe ich kurz weg? Ich bin kurz weg. Wegen der Sonne. Weil ich habe ja kein Bett hier. Ist schon wieder die Zeit an. Ja, die geht gerade unter. Ich warte noch mit dem Looten. Kann die Hexe sich mal wieder verpissen, bitte? Mag die nicht. Ich disconnecte mal kurz. Es ist 23.15 Uhr auf dem Server. Und ich glaube, ich versuche mal zu schlafen. Geht es schon? Nee. Sollte jetzt aber kurz davor sein. Ja, dann kann man wissen, dass die Hexe zu nah ist, aber ist sie nicht. Ist wieder Tag? Ja. Ja. Gut. Ich hab Angst vor der Hexe.
Die Hexe geht gerade weg. Jetzt steht sie wieder rum. Und ich glaube, jetzt ist er unter der Erde, weil jetzt ist er nicht mehr so hell. Aber die kann ja auch durch Blöcke durch, also. Hm. Hey, hast du sie mit deinen eigenen Augen gesehen oder ist es wieder nur so eine Hexe, die irgendwo chillt? Das ist halt auf der Map so. Na, du orientierst dich zu viel an der Map wirklich. Also mehr als 50% von dieser Map siehst du niemals irgendwo, glaube ich. Ja, aber die Hexe war gerade halt wirklich hell. Also ich glaube, dass sie schon an der Oberfläche war. Also inzwischen nicht mehr, aber ja. Also ich habe 5 Federn, 2 Bücher, 10 Papier und eine Buried Treasure Map. Buried Treasure Map, ja. Hol die. Da sind Dias, Eisen, Gold und so. Wie macht man das nochmal? Hallo. Hey. Du musst der Map folgen. Also du siehst ja, wo du als Punkt bist auf der Map. Und in was für eine Richtung das X liegt. Und in diese Himmelsrichtung musst du quasi gehen. Bewege ich mich auch auf der Map? Erst wenn du nah genug bist. Ich weiß nämlich überhaupt nicht, wo ich hin muss. Sag mal, wo ist der Punkt gerade auf der Map? Ganz oben rechts. Fast in der Ecke. Dann musst du nach Süden und ein bisschen nach Westen. Aus dem Süden komme ich gerade her und da ist kein Grün. Ja, bei lauter Karte, laut dem Zipsel, den ich noch sehen kann, muss ich auf grünes Land und das gibt's da hinten nicht. Das ist Eis. Da komme ich ja gerade her. Oder wenn du oben rechts den Punkt hast auf der Karte, dann befindest du dich da quasi im Verhältnis zum Schatz. Also musst du nach Südwesten. Ja, aber ich komme doch aus dem Süden und da war ja nichts Grünes. Auf der Karte sehe ich einen grünen Fleck. So, eine grüne Insel. Kannst du nicht sagen. Ich kann dir nur sagen, dass du dahin musst. Muss man dafür tauchen können? Nee, ist eigentlich immer bei Sand. Ach stimmt, jetzt weiß ich auch ungefähr, was du meinst. Wie das aussah, meine ich. Das hattest du mir mal gezeigt. Verbuddelt. Ja. Die Hexe ist übrigens wieder weg. Okay. Wenn ich in die Richtung gehe, entferne ich mich. Das heißt, ich muss tatsächlich nach Süden? Da, wo ich herkomme? Schade, dass man die Map nicht auf seinem Boot benutzen kann. So weiß ich gar nicht, wo ich hin muss. Okay. Kommt gefühlt jeden Tag einmal rein, um dann nach einer Minute wieder zu gehen. Doch, wenn ich mich andocke, kann ich. So, ich brauche nicht weiter in den Süden. Ich muss jetzt nach Westen. Westen? Vom südlichen Punkt her bin ich jetzt nämlich genau auf der Höhe der Karte. So da, wo ich... Ja, also übrigens auch die Theorie, dass die beiden Bäume zu nah aneinander waren, kann das sein? Also diese riesen baummäßigen Dinge. Hast du es direkt unter eine Baumkrone gebaut? Von einem anderen Baum? Warte, kannst du...